Heute wird das Murtner Lichtfestival zum 7. Mal eröffnet. Es sind verschiedene Installationen aufgebaut worden, wie ein grosses, pink beleuchtetes Luftschiff von Karls Kühne Gassenshow in der Hauptgasse, sowie Lichtshows auf der Primarschule und am Berntor. Die FN präsentieren ein paar Impressionen. Ist es das erste Mal für euch hier? Nein, ich habe das Glück, dass ich schon das dritte Mal da bin. Schon das dritte Mal von sieben. Und wie gefällt es euch das Jahr? Gefällt sehr gut. Ja? Ich gefällt die verschiedenen Animationen, aber ich habe gerne mit Kerzen. Also mit Kerzen eben so mit Flammen, das habe ich speziell gerne. Wie von den Organisatoren angekündigt, ist die Herausforderung dieses Jahr, mit den Energiesparmaßnahmen umzugehen. Das hat zum Beispiel engere Öffnungszeiten und eine Kerzenlichtinstallation am Seeufer zur Folge. Und habt ihr das Gefühl, es wird Strom gespart dieses Jahr? Das ist ein bisschen das Thema scheinbar. Ja, schwierig zu sagen. Weil man sieht ja einfach viel Lichter. Jetzt hier ist es ja nicht gerade der Strom, aber man sieht sehr viel Lichter. Ja, hier ist es gerade ein bisschen ökologischer vielleicht. Ja, genau. Zudem finden in der deutschen Kirche Shows vom Murtner Videokünstler Adrian Scherzinger statt. Es wird der Eintritt von 10 Franken erhoben. Für die Aussen-Installationen zahlen Erwachsene 8 Franken, Kinder haben freien Eintritt. Das Festival dauert noch bis zum 29. Januar.